Keine Ahnung. Warte mal, ich kann nochmal bei diesem Fragezeichen kurz gucken, aber ich glaube, da wird nichts Wichtiges stehen, was ich jetzt so brauche. Nee, das muss ich mal mich im Internet mal informieren. Wie, wo, wann, was du da machen musst, um halt jetzt die 5 Auszeichnungen für Meisterverkuppler zu kriegen. Man könnte auch mal gerade bei Dingens schauen. Entschuldigung, dass es jetzt gerade ein bisschen langweiliger wird. Hat 2 Arten entwickelt. Okay, whatever. 50 erreicht. Von 10.000 Schokomünzen. 20 Meisterverkuppler für 20 Arten. Ich habe 20 voll. Meisterverkuppler 5 Arten. Was ist ein Meisterverkuppler? Was muss ich... Ist das vielleicht Dingens gewesen, dass ich 2 verschiedene Arten irgendwie zusammentue? Wie bei Schwan und Schwein? Hat das vielleicht mit Meisterverkuppler gemeint? Aber wen oder was könnte ich denn dann zusammentun? Das ist eine gute Frage. Oh, hier ist ein bisschen too much. Das kommt alles mal weg hier. So, wir gehen auch auf die 80.000 wieder zu. Das gefällt mir schon ganz gut. Oh, das ist so in Ordnung. Das könnte ich mir jetzt unter einem Meisterverkuppler vorstellen, wenn man 2 verschiedene Arten irgendwie zusammentut und die dann zusammen techteln lässt. Weil sonst wüsste ich echt nicht, was gemeint ist. Aber dann musst du jetzt, dann kommt natürlich die große Frage, was musst du jetzt zusammen verkuppeln, dass du da einen Meisterverkuppler bei rausbekommst, ey. Sag mal, ja, hat einen Newtgard gefressen. Meine beiden Newtgards sind ja wohl jetzt in Sicherheit, ne? Ja. Kannst du also vergessen, Digga. Ich denke, dass ich noch diesen Löwen hier reinkriegen muss, ey. Leck mir am Arsch, Alter. Du kannst wirklich erst auf spezielle Pinatas halt losgehen, wenn du alle Pinatas mal drinne hattest. Weil sonst... Wie willst du denn jetzt, wenn ich jetzt wirklich nur die Pinatas hätte und dann alles drumherum so auf... Wenn ich sage, ich würde jetzt nur 3 verschiedene Arten Pinatas hier halten wollen. Und halt alles drumherum so ein bisschen aufbauen, was so dann teilweise zu den charakteristischen Eigenschaften halt passt. Und dann wird's urplötzlich so ein Löwe und du hast jetzt, sag ich jetzt mal, keine von denen hier drinne, von den Donuts. Da musst du alles komplett zerstören und dann die 5 Donuts reinknallen, irgendwie reinkriegen. Aber das macht auch keinen Sinn, ey. Das macht keinerlei Sinn. Alter, Galagugu. Hör auf, die ganze Zeit nur die Tulpen zu fressen. Es ist zum Heulen. Du miserables Mistviehstück. Na geht doch.
So, Digga. Ein Platzwart im Garten. Na, wenn es weiter nichts ist. Ach, was will ich denn jetzt da? Da muss ich nicht hin. Ich wünsch dir Platzwart. Ein Nachtwächter am besten, wa? Was liegt heute an? Willst du etwas trinken oder jemanden einstellen? Du? Soll ich zu den Objekten nicht allen Hoffnung machen und dann da ich habe. Halt die Schnauze, Alter. Ich mach das so, wie ich es für richtig halte. So, das ist ja eigentlich in dem Sinne jetzt ziemlich einfach dann. Müsste der nur mal schnell genug auftauchen. Moin, Digga. Ich hab hier hinten was Feines für dich. Kannst du haben. Ein rotes Flatterscotch gefressen. Ach du heilige Mutter Maria. Ich hatte noch nicht mal einen weißen bekommen. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal einen weißen Flatterscotch hier drin. Sonst kannst du das vergessen, die ganze Show hier. Das heißt, wir müssen jetzt die weißen Flatterscotches hier reinkriegen. Weißt du was, wir werden auch mal den... Das ist cool, jetzt musst du sogar den Wächter hier kaufen. Guten Morgen, Naseweiß. Ich habe... So. Dann habe ich jetzt die beiden und wenn er das nächste Mal reinkommt, ja dann Arsch lecken. So. Buch, jetzt muss ich die weißen Flatterscotch erstmal hier reinkriegen. Habe ich ihn auch noch nicht drin gehabt. So ein Scheiß. Ja, irgendwie total kompliziert. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich hatte zwar mal alles erfüllt, damit sie reinkommen und so ein Scheiß. Aber dann kam keiner irgendwie in die Nähe von mir. Ach, bei wem muss ich dann gucken, ne? Ja. Auch da ein Gänseblümchen im Garten. Ein Garten für Besuch 2 hat 4 Gänseblümchen, hat ein Stück Obst, gut. 4 Gänseblümchen in den Garten knallen. Ah, Jemine, das heißt, ich muss erst das zusammenkriegen, dann, um den dann zu verwandeln, damit der das erfressen kann, damit der dann hier bleibt. Das ist so kompliziert! Gänseblümchen war das. Guten Morgen! Wie geht's uns heute? Hellwach, putzmunter und in der richtigen Stimmung zum Geld ausgeben? Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Moin, Wächter. Ach, du hast ja eins gefressen, ne? Eins. Zwei. Drei. Kannst du uns helfen? Es wird Zeit. Eins. Müssen nur noch 4 Stück dann sein, wa? Drei.
Ein bisschen verwirrend jetzt. Die hätten auch nicht still, die Schweine. 2, 4. Was ist denn hier los? Ja, hier drinnen brauchst du nicht suchen, du doof. Kümmert er sich eigentlich darum? Kann ihm nichts geben, ey. Sag mal, hat er gerade meinen Wächter verscheucht? Nee, doch nicht. Weil man hat nichts, dass es unendlich Schaden aushält, sondern einfach nur. Was? Och, es ist doch zum Heulen. Welche Schwanen hatten der jetzt getötet? Mr. Smell oder Emma? Na, Emma, es tut mir echt sorry, Emma. Zum Kotzen, dass du nichts gegen ihn ausrichten kannst und einfach deine ganzen Piñata zerstört. Es ist zum Kotzen. Ah, jetzt müssen wir nur mal eine Schwanana jagen lassen. Du bist wahrscheinlich noch hier drinne. Gut. Wir müssen noch erstmal einen Kandari fangen lassen. Weil sonst kommt Bazeng nicht mehr rein. Hey, dank meiner erstaunlich sensiblen Sinnesorgane habe ich dich bereits kommen hören. Kandari, und dann müssen wir gleich nochmal einen Schwanana fangen lassen, ey. Scheiße da! Weil du nichts gegen die Dinge ausrichten kannst, ey. Es ist zum Heulen. So, jetzt habe ich die 5 Butterblümchen hier. Und keinen weißen Flutterscotch, ey. Das ist nicht, das ist echt scheiße. Hier und das hier kaufen. So, Axios, wie sieht's aus? Bist du mal draußen jetzt? Was hat er denn den Frosch erschrocken? What the fuck? Warum? Naja, Axios, wo bist du?
Einfaches noch drin. So, hier fängt Pinata. Beste. Hey, hast du Arbeit für mich? Gleich, ja. Ich muss nochmal einen Schwanana jagen. Wurde schon wieder getötet. Emma wird immer getötet. Arme Emma. So viel Kohle habe ich nicht. Dauert es auch ein bisschen länger. Na gut. Doch beschissen. Vor allem hat es jetzt Dengo gerissen oder welchen hat es jetzt getötet? Das ist Kandari 8, 6. Dengo! Nein, der ist noch da. Dann ist das seine Hand oder ist das eine Socke? Bescheuert, du sollst doch nicht jedes wilde Pinata jetzt verscheuchen. Du sollst die richtigen verscheuchen, die bösen Typen. Die sollst du verscheuchen, du Affe. Und die freilebenden Pinatas, wie viel Sinnlosigkeit steckt dahinter? So. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass das richtige Baseng jetzt... Baseng nicht schon. Das richtige Galagugu jetzt auch reinkommt. Also sonst, ja. So, weiße Flutterscotch. Wo bist du? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich sehe dich nicht. Oder wie war das? Das Voll-Entertainment! Spiel, Unterhaltung, Musik. Nur Essen holen müsstet ihr euch selber. Brot und Spiele für die Welt. So. Ein bisschen Kohle beisammen scheffeln. Bevor ich wieder unter die 70.000 gehe. Beim Empfang des Pinatas. Was war das gerade? Hat sie so komisch angehört. Ist jetzt nur draußen, der Exis. Exis. Da ist er doch. Nein! Oh, du. Du Häslicher. Zwei Tage, zwei Stunden. Passt. Feierabend. Gut. Willst du mich verarscht? Jetzt kommt gerade der Gugu. Während der abhaut. Okay, aber er kommt jetzt gerade. Dann beeil dich, Digga. Bevor gerade der Gugu abhaut. Boah, wer ist als erstes drinne? Okay, Wächter ist drinne. Geiler Gugu. Ach komm! Es ist nicht dein Ernst! Renn jetzt mit dir! Ist doch zum Heulen! Ich will das jetzt eigentlich hinter mich haben, ey! Mann! Was?